Die Kassierer der ausrichtenden Vereine freuten sich natürlich über die große Resonanz. Der FC Brünninghausen und der Hombucher SV sind für die Sporthalle Renninghausen verantwortlich. Und mit einem Topspiel sollte der Abend beginnen. In der Gruppe 1 musste antreten der Kirchhörder SC gegen den Hombucher Sportverein. Weiter dabei in dieser Gruppe der ITUS Schwerte und TuS Hannibal. Das wird heute sicherlich was ganz anderes. Das sind, glaube ich, alle vier Mannschaften haben die Möglichkeiten, da in die Endrunde zu kommen. Das wird schwierig für uns. Aber wenn wir so spielen, wie wir das in der Vorrunde getan haben, das war schon ganz gut anzuschauen. Ich denke, dann haben wir auch gute Möglichkeiten, da weiterzukommen. Hinzu kommt eben, dass der Kai und der Sascha die Hauptverantwortung heute haben. Ich habe mich mal dezent zurückgenommen. Die sollen das machen. Das sind ja auch meine beiden Assistenten draußen. Und ich denke, dass die Mannschaft ganz gut eingestellt haben. Ja, das ist für mich, ich denke genauso, dass das also ein ganz, ganz schwieriges Brot wird für uns. Aber es muss erstmal gespielt werden und ich denke, die Chancen sind da. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, dass wir, oder wenn wir nach 7 Jahren endlich mal wieder die Endrunde erreichen könnten. Ja, wir haben erstmal den Etat um die Hälfte reduziert und wir haben so einen Fund mit unserer Jugendarbeit. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir auf einem richtig guten Wege sind. Wir haben eine super junge Mannschaft. Wir sind vor der Saison als Absteiger Nummer 1 gehandelt worden. Man sagt, wir hätten den Kinderriegel, aber man muss diesem Kinderriegel wirklich großen Respekt zollen. Auch unserem super Trainerteam um Markus Gerwin, sportlicher Leiter der LS Severit, die machen ihre Arbeit hervorragend. Und die Jungs ziehen alle mit und ich sag's nochmal, also ich bin mir sicher, wir sind da genau auf dem richtigen Wege. Kandidaten aus der Gruppe 1, das sind natürlich der Kirchhörder SC, Hombucher SV und aus der Gruppe 2 der FC Brünninghausen für die Endrunde am kommenden Wochenende. Ja gut, also grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn diese drei Mannschaften weiterkommen, aber letztlich, denke ich, sind die Chancen für alle teilnehmende Mannschaften hier gleich, vielleicht mit Ausnahme ein klein wenig der Kreisligisten, aber auch die werden alles in die Waagschale werfen, um nach Möglichkeit nach in die Helmut-Körnig-Halle zu fahren. Von daher wird es für alle kein leichtes Spiel und letztlich, wen du zuerst hast, wen du als zweites Gruppenspiel dann spielen musst und als letztes, spielt nicht wirklich eine große Rolle. Du musst versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Der Kirchhörder SC in weiß-roter Spielkleidung, der Hombucher SV in blau-weiß. Die Zuschauer sahen eine schwache erste Halbzeit. In den ersten 10 Minuten spielte die Taktik eine ganz große Rolle und beide Mannschaften versuchten den Ball immer wieder unter Kontrolle zu halten. 15 Sekunden vor Schluss sahen die Zuschauer die erste Möglichkeit für den Kirchhörder SC. Beim Spielstand von 0:0 wurden dann die Seiten gewechselt. Die gut 600 Zuschauer hofften sich natürlich jetzt in den zweiten 10 Minuten, dass es besser lief. Denn beide Mannschaften, wie ich gerade sagte, ließen den Ball ganz gut laufen, aber es fehlten die Kombinationen. Und dann endlich sahen die Zuschauer den ersten Treffer. Das war gut gemacht. Und Rammel erzielte in der 12. Spielminute das 1:0 für den Kirchhörder. Da erzählen noch einmal die Wiederholung. Klasse herausgespielt. Ja, und da sah der Hombucher SV nicht gut aus. Der Kirchhörder SC bemühte sich weiterhin, natürlich jetzt klar den zweiten Treffer zu erzielen. Hier gab es einen Freistoß, der aber nichts einbrachte. Beide Mannschaften bemühten sich, aber es gab wenig Torschancen zu bewundern. Und in der 17. Minute dann Schmeilovic. Und es heißt 1:1 in dieser Begegnung. Also wie gerade schon gesagt, es war kein großartiges Spiel. Und dann wurde auch endlich mal gefightet. Wir sind jetzt in den letzten 40 Sekunden dieser Begegnung. Und hier gibt es noch eine kleine Diskussion auf Seite des Kirchhörder SC. Es gibt 2 Minuten. Und die letzten 40 Sekunden jetzt der Kirchhörder SC mit einem Spieler weniger. Aber die Hombucher verstanden es nicht, einen Treffer zu erzielen. Die letzte Möglichkeit hatte noch der Kirchhörder SC in Unterzahl. Endstand in einer schwachen Begegnung. Kirchhörder SC, Hombucher SV 1:1. Ja, beide Mannschaften mussten also den nächsten Platz antreten, noch gegen Schwerte und TuS Hannibal. Und die beiden Mannschaften, die mussten nun gegeneinander antreten, ITUS Schwerte, TuS Hannibal. Und hier hofften natürlich die Zuschauer auf eine bessere Begegnung. Der TuS Hannibal in weißer Spielkleidung, ITUS Schwerte in rot-blau.
Und in dieser Begegnung, da achteten besonders die Zuschauer auf ethische Werte. Es war die gleiche Mannschaft, bis auf den Torjäger, die auch in der Vorrunde hier aufgetreten ist. Da haben sie einige Treffer erzielt und plötzlich der TuS Hannibal geht mit 1:0 in Führung. Mohamed Kamara erzielte nach 5 Minuten den ersten Treffer in dieser Begegnung. Der ethische Werte tat sich unwahrscheinlich schwer. Der TuS Hannibal kam immer besser ans Spiel und da wurde auch mal aus der zweiten Reihe geschossen. Und das heißt 2:0 für den TuS Hannibal. Erfolgreich nach 6 Minuten. Ribeiro. Und ja, klasse gemacht. Keine Abwehrmöglichkeit für den Torhüter. 9. Spielminute. Cepinski. Und es heißt 3:0 für den TuS Hannibal. Ja, was war denn mit Etus Schwerte los? Und so wurden dann die Seiten gewechselt. 0:3. Also in dieser Begegnung Schwerte Hannibal. Und die Riesenmöglichkeit, das hätte eigentlich schon das 4:0 sein müssen. Die Zuschauer sahen eine gute Partie, besonders auf Seite des TuS Hannibal. Mit Etus Schwerte war nicht viel los. Und so erzielte man dann auch den 4. Treffer in dieser Begegnung. Kurz vor Schluss. Und damit führte der TuS Hannibal in der Gruppe 1 die Tabelle nach den ersten beiden Spielen an. Und wir kommen auf die Gruppe 2 zu sprechen. FC Brünninghausen, JK TuS Körne, Hörder SC, VfL Hörde. Das sind die Mannschaften, die hier antreten. Und JK TuS Körne, Hörder SC, das ist die erste Begegnung, die wir Ihnen jetzt zeigen. Favorit natürlich klar in dieser Gruppe, das ist der FC Brünninghausen. Kämpferisch ging es hier ganz schön zur Sache. Der Hörder SC übrigens in weiß-schwarzer Spielkleidung von links nach rechts. Der Freistoß brachte nichts ein. Beide Mannschaften taten sich natürlich auch in der Anfangsphase sehr, sehr schwer. Auch hier vermisste man einfach mal die Schüsse aus der zweiten Reihe. Und der Hörder SC mit Vorteile in den ersten 10 Minuten dieser Begegnung. Halbzeitstand 0:0, keine Tore und in der zweiten Halbzeit sollte es besser werden. Der Hörder SC, er kam besser ins Spiel in den zweiten 10 Minuten und es heißt 1:0 für Hörde. Paul Baczynski, der erfolgreiche Schütze, 12 Minuten waren gespielt. Und Glanztat vom Keeper im Tor des TuS. Und beide Mannschaften wirkten manchmal sehr unkonzentriert. Ja, das darf einfach nicht passieren. Im Gegenzug. Die Mannschaft, der JK TuS Körne, ein klasse Treffer. Ja, es muss einfach mal mehr aus der zweiten Reihe geschossen werden. Ein tolles Tor und erfolgreich zum 1:1 Lukas Henze. Ja, es wurde sich nichts geschenkt. Es ging doch manchmal ganz schön zur Sache. Und die Schiedsrichter mussten sich bemühen, um Ruhe in dieser Begegnung zu bekommen. Es wurde natürlich oft diskutiert. Es gab viele Spielunterbrechungen. Aber die Schiedsrichter hatten das Spiel eigentlich recht gut im Griff. Ja, das braucht nicht sein. Und hier gibt es 2 Minuten für die JK TuS Körne. Wir sind jetzt in der 18. Spielminute. Der Hörder SC hat jetzt die Möglichkeit, einen weiteren Treffer zu erzielen. Denn man ist ja jetzt die letzten 2 Minuten in Überzahl. Also 2 Minuten hier für die DJK. Und Angriff. Die Riesenmöglichkeit, die JK TuS Körne hätte hier das 2:1 machen können. Und dann ein blöder Fehler. Hier verletzte sich der Spieler, der JK TuS Körne. Schiedsrichter hat das Spiel weiterlaufen lassen. Im Gegenzug und Tor. Es heißt 2:1 für den Hörder SC. Ja, hier wurde schwer diskutiert jetzt, warum der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat. Aber es war kein Foul. Der Schiedsrichter hat hier alles richtig gemacht. Das Spiel war damit beendet und der Hörder SC gewann die Begegnung mit 2:1. Diskutiert wird ja zurzeit über die 2 Minuten Zeitstrafe. Aber am heutigen Tag habe ich so den Eindruck, dass die Schiedsrichter aus meiner Sicht doch ziemlich viel richtig machen. Also um die letzte Woche, als ich auch in dieser Halle war, anzusprechen, ja, wir haben uns angeguckt und haben gedacht, ist heute schon Zwischenrunde, weil teilweise einzelne Akteure doch schon aggressiv agiert haben. Also nicht brutal, aber zumindest teilweise überzogen. Daraus resultierten dann auch hier die Zeitstrafen und leider auch der Spielabbruch, den wir dadurch hatten, weil halt zu viele Spieler vom Platz waren. Was heute angeht, denke ich mal, wir sprechen ja gleich noch miteinander, wir machen Manöverkritik.
Ich spreche die positiven, aber auch die negativen Punkte ab. Ich schreibe mit und denke mal, heute ist es gut gelaufen. Wir waren heute auch zwei Mannschaften bei. Wir sprechen über die Begegnung Körne gegen Hörde. Ja, genau, über die Begegnung, da merkte man schon, da war Dampf drin. Jörg, aufgefallen ist mir zum Beispiel zwei Situationen. Ein Spieler tritt also volle Wucht gegen so einen Kasten, knallt gegen eine Wand, die Schiedsrichter haben Auge zugedrückt. Und zweitens war eine Situation, wo ein Spieler zur Strafbank geführt wurde und der Schiedsrichter hat es gut gemeint, wollte ihn so ein bisschen im Arm nehmen und der hat sofort geschrieben, fass mich nicht an. Ist die Aggressivität von einzelnen Spielern dies Jahr bei der Stadtmeisterschaft höher als sonst oder verwechsel ich das? Ja, ich hab den Eindruck, dass der Stellenwert, den diese Hallenmeisterschaft, der innerhalb des DFB hat, auch in den Hinterköpfen einiger Spieler angekommen ist und dass sie halt versuchen mit allen Mitteln, sportlich oder nicht ganz so sportlich, ja, ihr Ziel zu erreichen. Das gegen die Bande treten war ein Wutausbruch, der ein bisschen Holz eventuell beschädigt hat. Das, was der Kamerad gemacht hat, ja gut, man meinte es gut, aber eigentlich sollte für jeden Schiedsrichter gelten, auch nicht gut gemeint einen Spieler an die Schulter fassen, weil genau eben das passieren könnte. Es könnte falsch verstanden werden. Ja, soweit Jörg Franke vom Schiedsrichterausschuss und wir konzentrieren uns auf die nächste Begegnung. Wir bleiben in der Gruppe 2, VfL Hörde gegen den FC Brünninghausen und hier natürlich klar der FC Brünninghausen Favorit gegen den B-Kreisligisten. Brünninghausen in blauer Spielkleidung von links nach rechts und die Zuschauer konnten nach 5 Minuten das erste Mal jubeln auf Seite des FC Brünninghausen. Raimund Büth war der erste Torschütze in dieser Begegnung. 60 Sekunden später, der FC Brünninghausen gab den Ton an in dieser Begegnung und Avid Ed das 2:0. 6 Minuten in dieser Begegnung waren gespielt. FC Brünninghausen erspielte sich weitere Tormöglichkeiten und das hätte das 3:0 schon sein müssen in dieser Begegnung gegen den VfL Hörde. Und alles richtig, das macht Florian Gondrow. Er knallt auch wenigstens mal aus der zweiten Reihe. Wenn man die Spiele so betrachtet, wird einfach zu wenig geschossen. Und Florian Gondrow erzielt das 3:0. Gespielt waren 7 Minuten in dieser Begegnung. Und mit diesem Ergebnis wurden dann auch die Seiten gewechselt. Der VfL Hörde konnte mit einem 0:3 zufrieden sein. Aber irgendwas war passiert. Denn der VfL Hörde wurde in der zweiten Halbzeit stärker und die Zuschauer sahen nun eine bessere Partie auf beiden Seiten, konnten sich nun die Torhüter auszeichnen. Im Blickpunkt des Geschehens natürlich überwiegend der Keeper des VfL Hörde, der ein gutes Spiel machte, das muss man ziemlich deutlich sagen. Der FC Brünninghausen hatte weite große Tormöglichkeiten und hätte schon mit 6:7:0 eigentlich hier führen müssen gegen den VfL Hörde. Und die Mannschaft des FC Brünninghausen ließ gut auf den Ball laufen. Und wie ich gerade schon sagte, der Keeper des VfL stand im Blickpunkt des Geschehens. Und dann heißt es doch 4:0 und erneut erfolgreich in dieser Begegnung Florian Gondrow, sein zweiter Treffer, gespielt waren 15 Minuten. Mittlerweile sind 18 Minuten gespielt und der VfL Hörde, klasse gemacht, da tankt er sich sehr schön durch. Und der Ball ist drin. Es heißt 1:4. Dasi, der erfolgreiche Schütze, er verletzte sich hier leicht, konnte aber dann nachher weiterlaufen. Und den Abschluss, den machte in der 20. Minute Florian Gondrow. Das war sein dritter Treffer in dieser Begegnung. Verdient besiegte der FC Brünninghausen den VfL Hörde in der Gruppe 2 mit 5:1. Ja, das war natürlich ein Top-Auftakt hier in der Spitzenrunde in der Sporthalle Renninghausen. Aber zufrieden konnten auch die Zuschauer sein mit einem perfekten Service, den die beiden Veranstalter, der Hombucher SV und der FC Brünninghausen, hier boten. Ja, das muss ich dir völlig recht geben. Also wir haben eine super Truppe und wir sind froh, jetzt mit Brünninghausen hier das ausrichten zu dürfen, weil ein großes Lob an FC Brünninghausen, die das also mit uns sehr, sehr, sehr gut veranstalten. Es ist eine Arbeit, die geht Hand in Hand und ich würde mich freuen, wenn wir das auch wiederholen könnten.
Ja klar, wir haben das PZ hier nebenan, da passen auch nochmal locker 1000 Leute rein. Wir haben da eine Großleinwand unten, wo das Spiel dann auch live verfolgt werden kann, wenn die Zuschauer eben halt hier keinen Platz kriegen oder mal ein Bierchen beim Spiel genießen möchten. Also von daher Luft nach oben haben wir ohne Ende. Ja, ich denke mal, wir sind heute sicherlich mit 40, 50 Leuten hier im Einsatz. Beide Vereine zusammen. Ne? Wie es sportlich weiterging beim FC Brünninghausen und beim Hombacher SV, werden wir uns im nächsten Bericht gleich anschauen.